Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der NBA-Tipps auf Oddspedia. Wir haben heute am ersten Advent fünf Spiele, spannende Tipps und Quoten auf den ersten Blick. Und ich gucke auch noch ganz kurz mit euch auf die aktuellen Standings, die Season Leaders und das ein oder andere mehr. Bis gleich. Oddspedia. The Sports Betting. Genau, aber vorher machen wir natürlich noch einen Blick auf die Tipps der vergangenen Videos. Damit fangen wir gleich mal an. An allen drei Tipp-Videos war es bisher recht erfolgreich. 4 von 6 getroffen, 4 von 7 und 3 von 5. Gibt also, wenn man diese Tipps nachgespielt hätte, immer ein ganz gutes Plus. Die Quoten bewegen sich bei mir meistens so zwischen 1,6 und 2,1. Das erste Spiel ist ja heute die Memphis Grizzlies gegen die Sacramento Kings, beziehungsweise das ist erst eine Nacht und wir gucken uns erstmal die Rankings an und damit starten wir am besten im Osten. Da spielen die Brooklyn Nets eine gute Saison. 70%, also 7 der letzten 10 Spiele haben sie gewonnen und sind gleichermaßen auf der 1, beziehungsweise knapp vor den Heat, den Wizards, den Bulls, den Bucks, die mittlerweile 6 Spiele in Folge gewonnen haben und beim letzten Woche waren sie, glaube ich, noch außerhalb der Playoffs, jetzt sind sie schon wieder drin. Hornets weiterhin auf Kurs, genauso wie die Knicks, Hawks und auch noch 50-50 sind die Cavs, Celtics, 76ers, die jetzt endlich wieder Joel Embiid dabei haben, der ist ja länger ausgefallen. Und auch Toronto Raptors und Indiana Pacers sind noch im Rennen da dabei, der Teams, die um die ersten 10 Plätze kämpfen. Wird eine sehr, sehr ausgeglichene Geschichte. Ich glaube, die Top 5, Top 6 sind relativ klar, je nachdem, ob die Hawks jetzt auch so spielen wie im letzten Jahr. Aber zwischen, ich sag mal, 5, 6 und 12, 13 wird es mit Sicherheit eine sehr, sehr umkämpfte Sache. Im Westen sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir die Warriors ganz klar auf der 1. 17-2 Siege vor den Phoenix Suns. 17-3 Siege. Die Phoenix Suns haben jetzt 16 Spiele in Folge gewonnen. Das heißt, wenn sie noch 2 gewinnen, wäre das Franchise-Rekord. Noch nie haben sie 18 Spiele in Folge gewonnen. Der bisherige Rekord aus der Saison 2006, 2007 mit 17 Siegen. Aber auch die Warriors, sau stark. Es gibt ja für alles in der NBA-Statistiken. Und wenn ihr hier mal auf die Point Differential schaut, das bedeutet, die Warriors gewinnen mit 13,6 Punkten im Schnitt ihre Spiele und damit sind sie auch unter den 5 erfolgreichsten Teams aller Zeiten, was die Point Differential angeht, nach 20 Spielen. Und ich glaube, die Warriors haben sogar mit ihrem damaligen Überteam sogar die Nummer 1 oder 2 inne mit den Bulls, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall auf der 3 die Utah Jazz und dann die LA Clippers mit einem starken 4. Platz, die Mavs 5. Bisschen Overachiever, sie gewinnen irgendwie nicht gegen die guten Teams, sie fegen aber die schlechten Teams vom Platz. Trailblazers, bei Lillard läuft es immer besser und dann haben wir die Minnesota Timberwolves, die, man hört und staune, vielleicht doch ein ganz gutes Team sind, denn der ihr Nummer 1 Rookie letztes Jahr, Anthony Edwards, spielt dieses Jahr bärenstark, dazu ein guter Patrick Beverley und das Zweigestühl mit D'Angelo Russell und Carl Anthony Towns ist ja eh nicht so verkehrt. Also wir haben auch einen spannenden Stand hier im Westen und es wird insgesamt relativ eng werden, gerade um die hinteren Plätze. Ich habe euch auch gesagt, wir gucken mal ganz kurz auf die Point- und Rebound-Leader und so weiter. Durant mit 28,6, da ist er kurz vor Steph Curry, den sehen wir auch heute um 21.30 Uhr. Ich erzähle euch gleich, warum ich mich darüber sehr freue. Und auch Antetokounmpo, natürlich die üblichen Verdächtigen sind dabei. Nikola Jokic, starke 26,4 Punkte. Verletzungsbedingt verpasst er wie viele Nuggets leider mittlerweile das ein oder andere Spiel. Rudy Gobert, 14,4 Rebounds, auch wieder vor Jokic. Wahnsinn, der amtierende MVP mit 26 und 13, wirklich überragend. Und bei den Assists ist der einzige mit Double Digits Chris Paul, der auch überragend spielt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber er hat auch einen unglaublich hoch dotierten Vertrag. James Harden, letzte Nacht Triple Double, hier mit 9,4 Assists, auch sehr gut dabei vor Trae Young, Russell Westbrook und Luka Doncic. Und damit würde ich sagen, schauen wir doch gleich zum ersten Spiel. Und das sind die Memphis Grizzlies immer noch nicht. Das sind die LA Clippers gegen die Golden State Warriors. 21.30 Uhr. Ich muss gestehen, um mal hier dieses Spiel einzuleiten, ich war
eigentlich noch nie ein Golden State Warrior Fan aus historischer Sicht. Es ist zwar irgendwie ein cooles Team, der Name ist cool, gerade als Jugendlicher steht man ja auf sowas, aber die haben mir nie getaugt, weil die Spieler haben mir nicht gefallen, schon früher in den 2000er Jahren nicht. Sie haben dann damals als Achter die Dallas Mavs, die Erster geworden sind, als Dirk Nowitzki, ich glaube 2006, 2007 MVP geworden ist, haben sie die in der ersten Runde rausgekickt, da mochte ich sie erst recht nicht. Dann waren sie ein Überteam, da mochte ich sie sowieso nicht, ich mag keine Überteams. Und ja, dann gab es Verletzungspech. Ne? Und man muss eins den Warriors zugutehalten, sie entwickeln ihre Spiele auch schon selbst. Ne? Also wenn du jetzt Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson nimmst, da kannst du denen eigentlich jetzt nicht so den Vorwurf machen, dass die einfach für Superstars traden. Natürlich haben sie Kevin Durant geholt, dann auch Meister folgerichtig geworden, alles schön und gut. Aber, dass sie jetzt Tabellenerster sind, Wahnsinn. Sie sind für mich vor der Saison nicht mal ein sicherer Playoff-Kandidat gewesen. Und jetzt spielen die einen Wahnsinnsstiefel zusammen. Vor ein paar Tagen, ich glaube Donnerstagnacht war es oder so, da bin ich aus Versehen um 4:30 wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen, Kaffee gemacht und The Zone angeschaltet. Und das Spiel Warriors gegen 76ers kam nämlich gerade. Und ja, die spielen geile Defense, die spielen richtig zusammen, die feiern sich gegenseitig, die haben Spieler, die 100% geben und dieses Team gefällt mir wirklich außerordentlich gut und Steph Curry ist ja nicht zu Unrecht MVP schon geworden. Das heißt, das passt irgendwie und dann kommt immer noch Klay Thompson zurück und James Wiseman, der Spitzenrookie der letzten Saison, der diesem Team auch nochmal Tiefe und Größe gibt. Das heißt, 2/5 der Starting Five ist ja nicht mal dabei und trotzdem spielen sie so stark. Das ist wahnsinnig gut. Auf der anderen Seite haben wir die LA Clippers, die auch so ein bisschen overachieven. Sie haben sich ja nicht unbedingt in der Offseason verbessert, das kann man nicht sagen. Dazu haben sie Kawhi Leonard wegen Verletzungsproblemen, vielleicht die ganze Saison nicht, vielleicht nur die halbe Saison, vielleicht nur ein Dreiviertel der Saison. Man weiß es nicht, aber sie spielen wirklich am Limit und richtig gut, was die Form von Paul George angeht. Und auch Reggie Jackson haut das ein oder andere gute Spiel raus. Man sieht es aber, gegen die Pelicans muss man gewinnen, gegen die Grizzlies kann man gewinnen, gegen die Mavs muss man eigentlich gewinnen, aber hier, das war auch ein kurioses Spiel, 20 Sekunden vor Schluss waren die Mavs noch 5 vorne, nur damit die Clippers es dann noch in die Overtime schaffen. Und auf der anderen Seite, die Warriors, haben wir gerade schon gesehen, das Point Differential fegen alle weg. Und heute dürfen wir das Spiel sehen, um 21.30 Uhr. Ich freue mich. Und ich habe ja gesagt, ich verstehe die heutigen Quoten nicht und das sollte man nicht überbewerten. Die Buchmacher werden sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Aber ich würde echt empfehlen, hier einfach nur auf die Warriors zu gehen. Wir schauen uns auch gleich mal das Handicap an. Sie haben in dieser Saison schon mal gegeneinander gespielt. Das war ein sehr, sehr knapper Sieg für Golden State. Aber ich wüsste nicht, warum ausgerechnet jetzt die Clippers gegen dieses homogene, starke Team gewinnen sollten. Auch positionsübergreifend haben die Warriors schon Möglichkeiten, Paul George das Leben schwer zu machen, genauso Reggie Jackson. Zubac ist ein guter Center, der hat aber auch in der Offensive jetzt nicht unbedingt so die Zugkraft. Bin mir nicht sicher, was die Quoten sollen. Die 215 Over-Under, die werden wir nicht spielen, denn dafür sind uns die Clippers nicht sicher genug und das Asian Handicap von -3 ist wirklich attraktiv. Entweder sage ich hier einfach auf den langweiligen Warriors-Sieg eine 1-7 mitnehmen oder die -3 Warriors. Wie gesagt, es kann in der NBA natürlich vieles passieren, aber diese Warriors sind einfach so tief, so homogen und sie haben Spieler, die füreinander da sind. Die feiern sich. Ich bin echt begeistert von dem Team und ich hoffe, dass das eine sehr, sehr lange Saison ist und dass auch Klay Thompson wieder zurückkommt. Ich meine, am Ende des Tages, Hauptsache Lakers werden nicht Meister, ne? Und die Nets würde ich auch langweilig finden. Der amtierende Meister, die Milwaukee Bucks, wer nicht müde ist, um 23 Uhr geht es weiter. Heimspiel haben die Indiana Pacers. Das heißt, Milwaukee darf auswärts anreisen. Das ist eine, keine Ahnung, 3 Stunden Autofahrt oder wahrscheinlich halbe, dreiviertel Stunde Flug. Heißt also auch nicht unbedingt Ermüdungserscheinungen zu rechnen. Die Pacers sind besser ins Rennen gekommen und sie sind vor allem
eine Heimmannschaft. Ich mache mir nur mal die letzten Heimspiele. Da haben sie immerhin gegen die Raptors und Pelicans gewonnen und gegen die Lakers relativ knapp verloren. Da waren sie, glaube ich, im vierten Viertel noch vorne und haben dann abgeschenkt. Auf der anderen Seite haben wir die Bucks, die die letzten 6 Spiele gewonnen haben, gegen die Nuggets deutlich, das war klar, gegen die Pistons, gegen die Magic und Thunder. Das sind wirklich nicht die Crème de la Crème, eher das Gegenteil. Von daher darf man es vielleicht nicht zu hoch bewerten. Nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal ganz kurz euch die Statistik zeigen. Die Pacers sind 6-3 daheim und die Bucks sind 6-4 auswärts. Also die Pacers sind auf jeden Fall schon ein ernstzunehmender Gegner. Nichtsdestotrotz ist Giannis Antetokounmpo auch zu Recht Spieler der Woche geworden, weil er wieder unglaubliche Stats auflegt. Und deshalb nehmen wir auch hier die 1-7 auf Milwaukee einfach mit. Da brauchen wir auch nicht großartig weiter drüber reden. Das Over-Under 217, 218 Punkte ist mir auch zu hoch. Finger weg davon. Und wir haben auch hier die 3,5. Das würde ich eher nicht machen. Wer sagt, die Pacers sind daheim stark genug und sie haben eine Mannschaft, die die Bucks ärgern kann und ärgern wird, der sollte die 3,5 mitnehmen. Denn das Spiel ist jetzt mit Sicherheit knapp. Nichtsdestotrotz sage ich, die 1,7 der Milwaukee Bucks reicht mir für einen profitablen Tipp. Dann haben wir ein super spannendes Spiel. Wer Lakers gegen Pistons letzten Sonntag gesehen hat, hat gesehen, wie Stewart, der Rookie der Pistons oder Second-Year-Player der Pistons, von James in Anführungsstrichen vermöbelt worden ist und dann wollte er auf James losgehen. Und kuriose Szenen, schaut euch das in YouTube an. Der hat dann versucht, an 5 Spielern vorbeizurennen, an den Securities, wurde dann in die Halle, in die Kabine gedrängt und hat dann versucht, über die Kabine rumzulaufen, über die Tunnels und nochmal irgendwie James zu vermöbeln. Und er hat nur 2 Spiele Sperre bekommen. Das war für mich das Schockierendste, weil der war echt außer Rand und Band. Für dieses Spiel gibt es jetzt 2-3 Möglichkeiten. Auf jeden Fall wird es spannend zu sehen sein. Entweder sagen die Pistons, um irgendwelchen Schaden abzuwenden, lassen wir den Stewart gar nicht spielen. Oder aber es wird so der emotionale Kicker, den die Lakers brauchen, um mal wieder einen rauszuhauen. Denn das passiert nicht wirklich. Vogel, jetzt fällt mir sein Vorname leider nicht ein, der Trainer der Lakers ist ja angezählt, wie es immer so ist bei Teams um LeBron James. Wenn irgendwas nicht stimmt, dann geht man erstmal an den Trainer oder an irgendeinen anderen Co-Star. Das ist wirklich schade und kurios, weil der Vogel hat ja nicht nur den Titel geholt, sondern dieses schwierige Team unter Kontrolle gehabt und mit dem Trade für Russell Westbrook ist dieses Team halt einfach mal komplett neu und schwierig zu coachen. Problem für Vogel könnte sein, dass Dave Fitzdale, der Co-Trainer, sehr enge Relationship mit LeBron James hat. Auf jeden Fall kuriose Niederlage gegen die Kings, dreifach Overtime und dann hat das Sacramento geschafft, den Sieg zu holen. Auswärts auch noch James mit 2 Buzzerbeatern, leider nicht erfolgreich. Davor gab es die New York Knicks Niederlage und den Sieg gegen die Pacers. Gegen die Knicks musste James aussetzen, wurde ein Spiel gesperrt und dann gab es diesen kuriosen 121-116 Sieg gegen Detroit, wo man auch sagen muss, die Pistons waren nach 3 Vierteln, glaube ich, 20 Punkte oder so davor. Also das passt vieles nicht, aber hier vertraue ich darauf, dass der Hass der Lakers so groß ist gegen die Pistons, dass sie dieses Spiel gewinnen. Gefährlich ist natürlich das Over-Under weiterhin. Keine Tipp-Empfehlung, eher aber Under, wenn ihr euch nicht sicher seid und eine Einschätzung von mir gerne hättet. Und das Asian Handicap von minus 10, minus 11 ist schon sehr, sehr hoch. Ich vertraue trotzdem auf einen Blowout-Win, weil die Pistons einfach auch kein gutes Team haben. Wir schauen einfach mal so just for fun, was uns eine minus 8, minus 7 bringen würde. Das ist eine 1,6, das ist zu wenig. Ich würde hier wirklich entweder Finger weglassen oder darauf spekulieren, dass hier die Lakers das Spiel mit 20, 30 Punkten gewinnen, einfach aufgrund der Vorgeschichte. Und hoffen wir mal, dass sie für den Trainer spielen, dann würde so ein Spiel dann natürlich auch dafür sorgen, dass es ein bisschen Ruhe gibt. Und dann sind wir auf einmal bei Toronto gegen Boston. Das sind so 2 Teams, die ja noch vor
nicht allzu langer Zeit eigentlich Finals-Gegner gewesen sind, beziehungsweise Contender waren. Für beide wird es schwierig, wobei die Celtics das bessere Team haben, sind hier Außenseiter. Und auch hier würde ich sagen, dass wir das Over-Under einfach mal ignorieren. Und beim Asian Handicap gefällt mir Boston plus 2 echt gut, weil ich finde sie, also was heißt, sie sind einfach besser. Und wenn man mal den schwachen Saisonstart ausblendet, dann werden wir auch sehen, dass die Celtics in den letzten Spielen, ja, letzten 10 Spielen 6 gewonnen haben, 4 verloren haben. Zwar 2 Niederlagen in Serie, aber die Raptors insgesamt müssen viel härter arbeiten, um den bisherigen, um die Siege zu holen. Also hier Boston plus 2 gefällt mir wirklich gut. Und dann sind wir schon beim letzten Spiel. Und da haben wir die Sacramento Kings gegen die Memphis Grizzlies. Hier finde ich es sehr, sehr spannend, dass Sacramento Außenseiter sein sollte. Wir haben zwar auch wieder relativ knappe Quoten und die Kings spielen auswärts. Jetzt haben sie aber die Triple Overtime gegen LA gerade gewonnen. Und endlich, möchte man fast sagen, wenn man irgendwas auf die Kings hält, haben sie Luke Walton abgegeben. Ich fand, der war kein guter Trainer. Und mit dem neuen Alvin Gentry haben sie gleich die letzten beiden Spiele gewonnen und vor allem waren sie super potent in der Offensive. Auf der anderen Seite, checkt euch mal die beiden Spiele hier von den Grizzlies. Die müssen ja derzeit ohne den verletzten Joe Morant spielen. 132 Punkte kassiert, 126, 118, 138, 120. Die halten nicht viel von Defensive. Und wie gesagt, Kings mit neuem Trainer, schon mal hier recht erfolgreich, zumindest die letzten beiden Spiele. Und deshalb gehen wir hier definitiv auf die Sacramento Kings. Wir fangen mal mit dem Asian Handicap an. Ein plus 1,5, da würde ich eher den normalen Sieg nehmen. Man kann sich das Ganze, wenn man gerade eher so ein Kombi mit Low-Budget-Quoten ist, kann man hier Kings plus 5 oder so machen. Das ist für mich eigentlich ein 90%er. Aber der reine Kings-Sieg, der reicht uns doch. Eine Zweierquote, Verdopplerquote, hoffen wir mal, dass es passiert. Und das Over-Under 225 würde ich tatsächlich auch overgehen, einfach weil ich jetzt nicht wüsste, warum ausgerechnet in diesem Spiel die Grizzlies ihren Spielstil ändern sollten und auf einmal Defense spielen. Und die Kings haben sowieso mit Fox, Yield, Barnes, Bagley, Len und wer dann nicht noch alles rumläuft, eine sehr, sehr potente Offensive. Also, dann sind wir alle 5 Spiele durch. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Tipp dabei, der euch gefällt. Ich gehe es nochmal durch. Warriors, Sieg, Bucks, Sieg, alles gute Quoten. Da braucht man nicht mit Handicaps irgendwas machen. Kings, Sieg, reines Auswärtsding hier. Celtics, Sieg, aber das sichern wir uns noch ein bisschen ab mit Celtics plus 2. 0 waren es, glaube ich, oder 2,5. Und die Lakers, da gehen wir jetzt einfach mal auf die vollen Lakers, minus 10, minus 10,5. Ich hoffe auf den Blowout-Sieg, gehe auch davon aus. Und genauso erwarte ich sehr, sehr viele Punkte bei Grizzlies gegen Kings. Dann, liebe NBA-Fans, danke fürs Anschauen, danke fürs länger dranbleiben, danke für ein Like, darüber freuen wir uns, danke für ein Abo und hoffentlich bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Sonntag, weil ich da noch nicht ganz sicher bin, ob ich daheim bin, um das Video aufzunehmen. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent, gute Zeit, guten Start in Dezember und bis bald. Ciao, ciao. Oddspedia, the Sports Betting Community.